Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren zuckersüßen Katzen-Content-Folge mit Let's Play Stray. Schön. Wir haben auch eigentlich noch mehr Musik, ne? Also zum Anfang der Folge könnte man jetzt auch eigentlich noch mal das hier. Des Nachts, du hold am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Mach ich. Ba-ba-da. Ba-ba-ba-ba-da-da. Setz dich doch. Ich tanze. Das Katzentanz. Schön. Richtig schön. So. Damit sind wir jetzt auch in der Folge drin. Momo. Wo ist denn der Momo? Oh, treffen. Warte mal. Jauzi. Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Ah, ich weiß. Den habe ich nämlich schon besucht. Der ist nicht neu für mich. Der Tauschhändler, ne? Wo ist Momo eigentlich? Momo. Na moin. Was geht? Oh, guck mal. Ach, bei ihm meckert er nicht, oder was? Nee, nee, ich bin eine Katze. Ja, Momo, ich komm ja. Mann, entspann dich noch mal. Warum kann ich den nicht kennenlernen? Oh. Lol. Hä? Der ist einfach... Der ist einfach despawned. Komm schon, Seamus. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von den Außenwäldlern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du, ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleine Außenwälder. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Na, okay, okay. Dann werde ich das mal machen. Hallo, Seamus. Junge, Junge, Junge. Was ist denn mit dir? Was machst du denn hier drin? Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Ey. Guck mal. Ich hab da was. Was ist das?
Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Okay. Aber wo? Aber wo, aber wo, aber wo, du? Wo kann das sein hier? Oh. Ja, geil. Typisch Katze. Oh, guck mal. Digicode. Ich mach trotzdem die anderen. Geil. Oh, guck mal, Doc Ock und sein, Okay, wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Die Zeit wird zeigen. Ach, leck mich. 2, 5, 1, 1. Easy. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich finde, der sollte die andere Stimme haben, ne? Also ich bin jetzt schon, also wir sind jetzt schon mitten in der Story, aber hey, wechseln wir doch einfach mal die Stimme für ihn, ne? Nice. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums. Und kam nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Allein. Okay. So, wir machen... Entschuldigung. War hier wohl ein kleiner Schnitt drinne? Ja? Ich musste... Hast du etwas Interessantes gefunden? Nee. Ich dachte... Ach, Punkt. Da, guck mal. Ach, guck mal. Überwetten. Beobachtungen. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Sonne. Lass die Sonne rein. Hier kommt die Sonne. Dann sind sie doch weg, oder nicht? Oh, guck mal. Aber ich will auf den Tisch. Katze will auf Tisch. Katze will auf Tisch, nicht auf Stuhl. Auf Tisch, Katze. Übersetzen. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zurks sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Schrecklich, nicht wahr? So. Und jetzt? Oh, guck mal. Ja, schmeiß sie runter. Geil. Und jetzt darin spielen. Geil. Oh. Kaputter Peilsender. Na? Als ob. Okay, das können wir ja Siemens zeigen. Hier ist auch noch ein Karton. Putz. Ja, geil. Okay. Siemens, guck mal. Ja, ich hab da was. Warte. Da. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender.
Papa diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zurks, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Gab's da nicht so einen irgendwie? Ich hab irgendwie vergessen, wo und wer. Aber wir werden es herausfinden, Leute. Wir werden es herausfinden. Let's go. Guck mal da. Chill mal, Junge. Chill mal. So. Wo war denn jetzt? Alien Programmierung. Ganz unten in die Richtung. Und hier? Ach, hier war das, ne? Hallo? Lass mich mal rein. Ich muss mit Elliot sprechen, ja? Ich bin bekannt. So. Moin, Elliot. Kann ich dir helfen? Ja. Guck mal hier. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dir das Modell. Es ist ein Tohiba BR2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert. Aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Was ein Zufall. Guck mal, Oma hat da was Schönes gemacht. Kriegst ein Poncho von mir. Oh, wow. Nicht wow, aber... Oh, wo hast du den gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn dich anprobieren. Anprobieren. Schau. Kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke. Jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und... noch eine Sache und... voila. Peilsender reparieren. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Perfekt. Dank dir, Elliot. Wir sehen uns. Schau mit V. Butz. So, wo ist jetzt der Momo? Momo. Warte mal. Ich wollte noch einen Automaten finden. Wo ist denn dieser... Wir haben zwei Dosen, ne? Also eine Dose brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen noch einen Automaten finden. Aber wo ist dieser Automat? Wo ist dieser Automat? Kann doch nicht so schwer sein, den zu finden, oder? Oder? Da kommen wir nicht weit. Oh. Oh. Was ist eigentlich, wenn ich für den Kleinen diese Stimme hier mache?
Sieht so aus, als wollte... Nee. Das Mist. Nee, ist egal. Ist egal. So, egal. So, wir machen weiter, ne? Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Siechturm der Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus dem Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Aha. Interessant, das noch gefunden zu haben, auf jeden Fall. Die Frage ist, wo ist dieser Automat? Automat, Automat, Automatata. Automat, Automat, Automatata. Automat, Automat, Automatata. Wo ist dieser Automat? Wie gesagt, der muss ja hier irgendwo sein. Es ist noch ein Automat übrig. Der ist übrig, der Automat. Oh. Hey. Du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln. Aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Warum nicht, Bruder? Streichel mich. Streichel mich. Streichel mich. Verdammt, ich bin niedlich. Streiche mich. Wo ist dieser Automat? Verdammt nochmal. Da war ich ja schon überall. Warum suche ich eigentlich hier oben auf den Dächern? Das weiß ich halt gerade nicht. Könnt ihr mir vielleicht erklären? Ein Automatle. Wo könnte denn hier noch ein Automatle sein? Ach, hier war ja auch noch dieser Safe, ne? Wie kommen wir denn da dran? Es ist, ja. Schwierig. Da kann doch nicht sein, dass ich diesen letzten Automaten nicht finde, ne? Hier ist nichts mehr. Nee, hier ist gar nichts. Hier sind wir wieder bei Ömer. Hier war auch nichts, ne? Oh, okay. Ab hier laufen wir plötzlich langsam. Ab hier nicht mehr. Interessant. Ja, ja. Und auf dem Rückweg geht's. Sehr, sehr interessant. Mann, wo ist denn dieser Automat? Ich brauche einen Energy Drink. Wo komme ich hier hin? Oh. Oder? Wenn also heute das Morgen von gestern ist,
wird morgen das Heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht, wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen. Für immer. Für immer und immer und immer und immer und immer. Und immer und immer und immer und immer. Hier ist schon wieder Oma. Das kann doch nicht sein. Dass ich diesen letzten Automaten hier nicht finde. Ja gut. Dann, liebe Freunde, wenn ihr das herausfinden wollt, macht das gerne. Kauft euch das Spiel oder vielleicht habt das schon. Ich werde es irgendwann später mal in einem privaten Durchlauf nochmal machen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir es jetzt noch finden. Komm, wir beenden mal. Würde ich sagen. Hallöchen. Moruske! Guck mal, ich hab noch mehr Musik für dich. Ist das schon der letzte? Mal gucken. Ah, geringfügig wichtige Informationen. Der hier wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Aber ein bisschen sehr kurz, ne? Okidoki. Jetzt, wo wir den Peilsender repariert haben, lass uns Simus. Ach, Simus. Wir müssen zu Simus. Simus. Hallo. Achso, das ist Momo. Ja. So viel dazu. Wo war Simus nochmal? Scheiße. Ich hab vergessen, wo Simus ist. War der nicht hier irgendwo? Ach, Simus, hallo. Na? Alles fit? Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Ja, guck mal hier. Du hast es geschafft? Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Ich bin her. Biribirurubab. Buru buru bap bap. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa ist. Folgen wir dem Peilsender. Let's go, Alter. Wird aber auch nicht langweilig, ne?
Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen. Aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Ui, geht's jetzt da rein? Jetzt wird's wieder gefährlich. Oh, Scheiße. 26 Minuten. An dieser Stelle. Sorry. Kleiner Cliffhanger. Wir sehen uns zur nächsten, Freunde. Wow. Ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder von Let's Play Stray. Bis dahin. Tschüss. Hab dich.